Lieber Gerhard, wir kennen uns ja doch jetzt ein paar Jahre schon mittlerweile von Cop Stories seinerzeit. Wie war der Weg zu dem, wo wir uns getroffen haben? Vom kleinen Gerhard, der irgendwo in Österreich aufgewachsen ist. Da erzähl mir ein bisschen was. Und der kleine Gerhard ist zuerst in den Kindergarten gegangen, dann in die Volksschule, dann in die Hauptschule, dann ins Poli und dann habe ich Elektriker gelernt. Ja. Auf Wunsch meines Vaters. Ich war, glaube ich, einer der unbegabtesten Elektroinstallateure, die generell irgendwie einen Gesinnprüf gemacht haben. Ja. Ja. Damals schon einen Wunsch gehabt, Schauspieler zu werden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das so machen kann. Okay. Nein, ich bin dann nach Salzburg gezogen, vom kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und habe da im Ausstellungszentrum als Messetechniker gearbeitet. Ja. Und da haben wir also eine Hinterhof-Wohnsituation gehabt mit vielen Studenten und ober mir hat ein Schauspieler gewohnt. Mhm. Und wir haben uns da am Abend immer im Hinterhof getroffen und den Bacchus gefrönt, ja, sozusagen. Und der hat immer gejammert, gesagt, ah, so eine schwere Probe, ah, so ein schwieriger Regisseur. Und ich habe da 10 bis 12 Stunden am Tag Messeaufbau Vollgas gemacht. Und wo sehr hart sein kann. Ja, das ist anstrengende Arbeit. Ne? Und da habe ich mir gedacht, was jammert der? Das ist keine Arbeit, der geht ja nur mal drum und redet ein bisschen. Ja? Und dann, so habe ich mir mal so erzählt und dann hat er gemeint, dass ich eben zu feige wäre, überhaupt da vorzusprechen irgendwo. Und dann haben wir mal Flaschen Wein gewählt, dass ich vorsprechen gehe. Okay. Und ich bei 2 Schauspielschulen, im Mozarteum und im Schauspielhaus eben vorgesprochen und am Schauspielhaus haben sie mich dann genommen. Ne? Und dann hast du angefangen? Die Flaschen Wein habe ich gewonnen, ja. Ja, na klar, nein, noch nicht. Aber ich habe irgendwie nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Und habe mir gedacht, das ist wurscht. Als Elektriker findest du aber wieder was, das schaue ich mir jetzt einmal an. Und so habe ich dann eine Schauspielausbildung gemacht. Sehr gut. Und bist dann an die Theater engagiert worden, schon langsam? Nein, ich habe am Schauspielhaus die Schauspielausbildung gemacht, bin dann eine Zeit dort gewesen, war dann eine Zeit frei und bin dann wieder zurückgekehrt ins Ensemble und ja, und habe aber immer parallel dazu immer schon Fernsehgeschichten forciert. Und hast du im Ausland auch Schauspiel, also sprich an Theatern in Deutschland zum Beispiel, an deutschen Bühnen, nur in Österreich? Ja, in Österreich. Auf deutschen Bühnen würden sie mich gar nicht verstehen. Das könnte man ja üben. Ja, nein, also deutsches Theater ist mir erspart geblieben. Und dann war der Wunsch eher zum Fernsehen zu wechseln? Gleich schon in der Ausbildung, also im zweiten Jahr Ausbildung, war mein erster Dreh war damals Stockinger. Ja. Ja. Und ja. Da wie bist du zu denen gekommen? Ja, da haben sie Leute gesucht im Theater, haben sie das ausgehängt gehabt und da habe ich mich beworben und mit Markus Schleinzer und mit Andreas Lust ein Brüder-Trio gespielt. Ein sehr ungleiches. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil der Andreas ist ja mittlerweile mehr in Deutschland unterwegs als genau, in Österreich. Ja. Ja, der hat sich ja da abgesondert ein bisschen. Nachdem, was du jetzt da das erste Mal gehabt hast, wie bist du zu 4 Frauen und ein Todesfall? Weil du warst ja am längsten tätig, als Postler, was ich mich so erinnern kann. Da hat mich jemand angerufen, da waren wir gerade am Weg irgendwie nach Kroatien auf Urlaub, ja. Da ruft mich wer an, ob ich da mitspielen will, kleine Rolle. Dann habe ich ja gesagt und habe es dann wieder vergessen und wie es im Urlaub wieder da war, sind dann Infos gekommen. Ne? Also da habe ich mich sehr gefreut. Das ist einfach nur, das hat mich wieder angerufen. Das war halt eins von den leibendsten Engagements, würde ich sagen, oder? Ja, das war einfach, eine Spielwiese. Genau. Da haben wir einfach Szenen gedreht, die so im klassischen Fernsehen wahrscheinlich jetzt nicht mehr vorkommen würden. Oder, naja, war schon sehr lustig immer. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ein paar von deinen Kollegen von damals kenne ich auch, ja. Die Martina Pohl zum Beispiel, ja, ja. Mit der wir es eng sind. Jetzt da aber nicht nur 4 Frauen und ein Todesfall, es ist ja dann auch gewesen, Soko Donau, Cop Stories. Überall ein bisschen, ja. Also alles, was so ORF-Produktionen waren, mehr oder weniger. Genau, ja. War das eigentlich immer dieselbe Produktionsfirma oder hat die auch? Nein, es sind immer verschiedene Produktionsfirmen. Ja. Also die 4 Frauen war die Torfilm, war immer die Torfilm. Ja. Aber sonst. Dann abwechselnd. Ja. Und aber immer noch nebenbei Schauspielerei am Schauspielhaus oder was hast du sonst gemacht? Was habe ich sonst gemacht? Ich arbeite noch als Sozialpädagoge, mache jetzt also momentan immer wieder Schulworkshops für die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Salzburg.
Ich mache seit einigen Jahren Regie beim Amateurtheater in Hof und in Thalgau und so. Das macht mir Riesenspaß. Ja. Das taugt mir sehr, ja. Wir proben jetzt da gerade wieder eine Komödie. Ja. Da haben wir dann im April in Hof Premiere. Sehr gut. Ja. Ja, ich habe immer viele verschiedene Dinge gemacht eigentlich. Ja. Also nicht nur konzentriert auf einen, sondern gesagt, familiär, wie schaut es denn da aus? Verheiratet, Kinder? Ich bin geschieden, habe 3 Kinder von 2 Partnerinnen. Mit der Bina jetzt nochmal einen Nachzügler bekommen, der wird jetzt 5. Genau. Na, sehr gut. Du sag aber was anderes, was sehr aufgefallen ist, während dieser netten Zeit, die wir jetzt hatten, alle hinter uns. Du hast angefangen, schon während vorher der Zeit oder während der Zeit erst mit Messer machen? Naja, ein Messervogel, und das habe ich immer schon gehabt. Ja. Also mein Vater hat viel im Wald gearbeitet. Ich bin aufgewachsen damit, dass man Messer und Hocken schärft und Klingen und Zeugs. Und habe immer schon ein bisschen so dahin dilettiert und mal ab und zu hobbymäßige Messer gemacht und mal wem geschenkt und hin und her. Und im ersten Lockdown habe ich dann jemandem einen Jausensepp gemacht quasi, und dann habe ich das gepostet und dann haben gleich viele, viele waren bestellt. Und im ersten Lockdown habe ich mir gedacht, so jetzt haben wir die Werkstatt professionalisiert und einen Gewerbeschein angemeldet. Ne? Also es hat sich auch eher zufällig so ergeben. Ja. Und die Ausbildung, hast du jetzt da Learning by Doing oder schon richtige? Ich habe einiges mitbekommen, ich habe eine technische Lehre gemacht, also ein bisschen Metallgrundlagen habe ich schon drauf. Und dann halt Learning by Doing. Und wenn man so ein Messer jetzt da macht, du gibst ja auch Workshops dafür. Genau. Ja. Das heißt, Otto Normalverbraucher kann sich gern bei dir anmelden. Ja. Leon, ich würde ganz gerne ein Messer selber machen und du leitest gern durch diesen Vorgang. Genau, oder auch Damen. Ich habe jetzt die erste Dame im Workshop gehabt, muss nicht der Otto sein. Nee, ich habe schon gehört, kann auch die Ottilie sein. Genau, die Ottilie. Ottilie, Normalverbraucherin. Nein, es ist mir ein Einzelworkshop, das ist das Besondere. Die Werkstatt ist nicht wahnsinnig groß und ein Einzelworkshop, da kriegt man mehr mit, als wenn 10, 15 sind. Natürlich. Und das mag ich auch sehr gerne, also ich liebe diese Workshops. Und du verwendest ja auch verschiedene Materialien, weil du arbeitest ja mit Holz, mit Metall logischerweise beim Messer. Ja, ja, genau. Verschiedene Holzmaterialien. Ja. Du hast dementsprechend eine sehr gute Ausbildung, was das betrifft. Du hast mir erklärt, du schmiedest keine Messer, sondern du stellst sie nur her. Ja, schmieden ist auch herstellen, aber ja, schon, der Unterschied ist, ob es aus Flachstahl mit Bandschleif verschleift. Den Stahl, den ich verwende, den könnte man gar nicht schmieden. Ne? Ja. Der würde sich da nicht eignen. Und ich kaufe Flachstahl. Ein RWL34 nehme ich meistens. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Superstahl. Und mit dem Bandschleifer mache ich den Anschliff, genau. Und dann bis zur Vollendung oder so? Genau, dann Härten anlassen. Wie lange dauert sowas in etwa? Je nach Messermodell zwischen 10 und 15 Stunden ungefähr. Ja. Und bist aber nicht nur jetzt da auf Messer spezialisiert im Moment, sondern willst ja auch so ein bisschen mittelaltermäßig unterwegs sein? Weil du machst ja auch Bogenschießen, habe ich gesehen. Ja, mittelaltermäßig unterwegs bin ich schon sehr, sehr lang. Ja. Jeder hat so sein Spleen. Jetzt ist der große Härteofen da, wo man einmal 50 cm Sachs machen kann. Ja. Und die Ambition auch eine Wurfaxt oder irgend sowas in die Richtung? Ja, das müsste man schmieden, also eine Axt mit einem Axtkopf. Kannst du immer mit dem Bandschleifer, das müsste man schmieden. Ja, aber es könnte ja trotzdem sein, dass du einmal die Intuition hast, du willst das einmal machen, jetzt nicht bei dir in der Werkstatt, sondern vielleicht bei irgendwem anderen. Nein. Nicht. Nein. Also eher passt schon so, ja. Passt schon so, wie es ist. Du hast mir erzählt, ihr habt jetzt da einen neuen Verein gerade gegründet, kulturmäßig. Genau, Kulturgenussdorf. Was ist das Ziel dieses Vereins oder was wollt ihr machen? Wir machen einfach quer durch die Bank Kulturveranstaltungen bei uns im Dorf in Nussdorf. Wir haben da einen sehr, sehr tollen, kultigen Wirtshaussaal. Und da machen wir einfach, jetzt war gerade der Vize-Weltmeister der Magie, der Wolfi Moser da, mit dem Philipp Kangelberg. Jetzt kommt dann mein ehemaliger Kollege, der Markus Linder, mit seinem Kollegen Hupsi Trenkwalder fürs Musikkabarett. Dann haben wir eine Flamenco-Show. Dann kommt der Stubenblues neu mit der Premiere zu uns. Ja.
Wir wollen einfach schauen, dass sie kulturell was an, dass wir was anbieten in Nussdorf. Ja, ist klar. Wird sehr gut angenommen, ist jetzt die zweite ausverkaufte Veranstaltung schon hintereinander und ja, das macht riesen Spaß. Wunderbar, das ist ja schön, wenn es ihr ausverkauft seid. In Wien rennt es noch nicht so ganz, aber es ist am Wege dorthin. Man sieht das schon werden. Aber ja, die Leute müssen einfach nur das Fortgewitter lernen. Das ist alles. Wie schaut es denn aus, selbst irgendwie, du hast ja mal Kabarett auch gemacht mit einer Kollegin, irgendwie Ambitionen in die Richtung auch wieder was zu machen? Derzeit eigentlich nicht. Die Kollegin ist übrigens meine Partnerin, die Bina. Und es steht jetzt nichts, ich habe jetzt kein dringendes Bedürfnis, Kabarett zu schreiben. Es gibt so viele gute Leute, die unterwegs sind. Es gibt einmal ein Theaterprojekt, das wir planen da in Nussdorf. Da geht es um eine Sagenfigur, die da beheimatet ist. Das ist das nächste Projekt, was wir über die nächsten Jahre mal schauen werden. Aber ich bin sehr ausgefüllt mit meinen Messern und mit den Drehs wird es auch wieder losgehen. Also ich habe da jetzt keinen großen Ehrgeiz momentan. Wer weiß, was kommt. Ja, man kann es nie wissen. Ja. Man sieht es ja bei mir ein. Ich bin schon gespannt. Ja, das sind wir alle, glaube ich. Ja, was fällt mir sonst noch ein, Gerhard? Was kannst du uns sonst noch erzählen, wie denn dein Weg sonst noch weiterlaufen wird? Was sind deine Zukunftspläne? Zukunftspläne? Also, ich bin sehr glücklich da, wo ich jetzt gerade bin. Und du lässt alles auf dich zukommen. Große Zukunftspläne, wenn es geschmeidig bleibt, bin ich jetzt zufrieden. Also, jetzt war er 50, die Zukunft wird immer kürzer und die Vergangenheit wird schon immer länger. Ja. Nein, also ich schaue mal, wie das Leben so dahin geht. Aber ich bin sehr glücklich, so wie es momentan ist. Wunderbar. Du, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass wir zu dir haben kommen dürfen. Gerne. Und ich hoffe, dass sehr viele Leute dann deinen Messerworkshop in Anspruch nehmen. Und vor allem, dass viele Leute zu euren Veranstaltungen kommen. Das ist ganz Das freut uns ganz besonders. Ja, dass die Kultur hochgehalten wird in diesem Lande. Wir haben ja gesehen, die Politik hat ja nicht so wirklich viel auf die Kultur gehalten in den letzten Jahren. Aber Schwamm drüber, es wird besser werden. So ist es. Ja, danke schön. Schönen guten Abend bei Mein Weg. Heute zu Gast bei uns Gernot Kraner. Lieber Gernot, wir durften uns ja irgendwann mal bei einer Charity-Veranstaltung schon mal kennenlernen. Daher auch die Einladung zu uns. Jetzt würde es mich sehr interessieren, wie war dein Weg zu dem, was du jetzt machst? Vom kleinen Gernot bis zum großen. Also lang war er. Ja, lang. 60 Jahre lang. Und das ist wirklich ein spannender Weg, weil in die Wiege wurde mir der Weg eigentlich nicht gelegt, sozusagen. Also bin ich in der Steiermark auf die Welt gekommen, in Farnsdorf, also in Farnsdorf. Ja, ich verstehe es auch so, das Publikum wird es auch verstehen. War nicht ganz das Lernen. Farnsdorf, ich bin auf Farnsdorf. Ja. Gekauft. Und ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen und es waren sehr, sehr ärmliche Verhältnisse auch. Meine Eltern haben viel gearbeitet. Mein Bruder ist dann auf dort gekommen, fünf Jahre nach mir. Und wir waren arme Kinder. Wir haben zwar nicht gehungert, aber viel haben wir nicht gehabt. Aber wir sind in einem sehr schönen Umfeld aufgewachsen, weil uns die Eltern so unterstützt haben. Und das war entscheidend für mich, dass meine Eltern mich unterstützt haben, mit allem, was ich wollen habe. Und ich habe dann nach der Matura Jus studiert und habe schon am Gericht gearbeitet. Ja. Und dann hat sie dort aber nicht taugt. Ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Nicht und mein Vater war gerade im Spital, der hat gerade eine Gallensteinoperation gehabt, eine recht schmerzvolle. Und da bin ich an sein Krankenbett. Ich habe gesagt, du Vater, ich möchte gerne aufhören mit Jurist, ich will. Dann wieder spinnst du! Hätte sein können. Also ich will eigentlich Schauspieler werden und ich möchte gerne nach London gehen, weil dort gibt es eine Pantomimenschule, die habe ich jetzt entdeckt. Hat er gesagt, du Bub, lass mich das einmal kurz überlegen, komm morgen wieder. Und dann bin ich wieder hin und dann hat er gesagt, Bub, ich habe mir das überlegt, mach das, was du glaubst, das dich in deinem Leben glücklich macht. Das ist sehr wichtig. Also wann die Eltern so dahinter stehen. Mein Vater als Schlosser und der Bub, der schon im Gericht arbeitet, und hat mir dann den Posten eines Bankdirektors
angeboten. Ja. Bankgerecht. Als Jurist hätte ich gerne eine Bank in Wolfsberg, die Volksbank übernehmen. Und da hat er gesagt, ich kann machen, was ich will. Und da habe ich dann mit 500 Schilling im Monat gelebt. Was aber damals auch nicht so wenig war. Das war sehr wenig. Na ja, schon ich wenig, aber nicht so wenig. Ich habe damit in Paris leben müssen. Heute war es noch weniger. Nein, heute. Heute ist also gar nichts. Aber damals habe ich Geld gehabt für pro Tag ein Paket. Das habe ich drittelt. Ein Drittel Frühstück, ein Drittel zum Mittag, ein Drittel auf die Nacht. Und manchmal ein bisschen Käse und manchmal habe ich daheim, wenn ich war, habe ich ein paar trockene Würstel mitgenommen und die habe ich dann so ganz fein geschnitten. Und so. Also es war nicht leicht, aber dann war ich halt nach London und Paris, war in Wien, habe dort die Musikausbildung gemacht und dann kamen die Engagements, beim Simpel habe ich angefangen und dann sehr tausende Vorstellungen an Vereinigte Bühnen. Simpel seinerzeit noch mit dem Flossmann. Flossmann, ja, genau. Nie wieder Politik. Kann ich mich noch erinnern. Es war eine tolle Zeit, mein Anfang und eben dann über 1500 Vorstellungen Elisabeth und ja. Dann kam eben auch vor 26 Jahren Tanz der Vampire. Da habe ich über 1000 Mal den Professor Abramsius gespielt und Riesenerfolg und Auszeichnungen und was man halt nur so erreichen kann. Ja. Eigentlich habe ich erreicht in meinem beruflichen Leben und das ist für mich also wirklich schön. Ich möchte eigentlich noch nicht aufhören, aber ich muss schon sagen, also ich habe so viel erlebt und so viel erreicht. Ich habe auch das beste Hörspiel des Jahres eingesprochen, ja. ORF und so. Also wirklich Auszeichnungen, jetzt habe ich sogar den Musiktheaterpreis für die beste Kindermusiktheaterproduktion bekommen. Also ich habe wirklich erreicht, was man erreichen kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und für mich ist ganz wichtig, dass ich das aber auch weitergebe. Also nur Erfolg haben und auf der Bühne bejubelt werden, das ist zwar schön, aber ja. Aber es erfüllt, glaube ich, nicht. Naja, es könnte schon erfüllen. Also, ja, aber das ist Standing Ovations für 1400 Leute. Natürlich, aber wenn ich so an einen Ausspruch denke, auf Falco, wie er damals gesagt hat, so, jetzt da war ich Number One in Amerika, was soll ich jetzt noch machen? Dass ich ja, wieder anerkannt werde. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das schwer ist, wenn man so ein Mega-Superstar ist. Aber ich fühle auch eine Verpflichtung. Und zwar eine Verpflichtung, dass ich jungen Leuten auch ihren Weg helfe zu gehen. Das tust du bei deinen Kindern auch schon. Ich habe zwei wunderbare Kinder, der Sebastian und die Olivia, beide machen ganz eigene Wege und unterstütze mit allem, was ich kann und lasse sie gehen und sie gehen wunderbar. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was Eltern machen können. Ja. Die Kinder dorthin gehen zu lassen, wo sie hingehen wollen, aber sie dabei zu unterstützen, so ein bisschen immer. Ja, ja. Das ist mein, aber nicht nur meine eigenen, also ich sehe das größer. Ja, ich habe seit 16 Jahren in Vonsdorf, in meiner Heimatgemeinde, eine Musical-Akademie. Da habe ich schon, jedes Jahr sind ca. 30 bis 40 junge Talente, die ich dort unterrichte und fördere. Und da sind viele von denen jetzt schon tatsächlich Profis geworden und die haben das sicher nicht erreichen können, wenn ich nicht dort gewesen wäre und ihnen die Möglichkeit gegeben hätte. Ja, klar. Und da freue ich mich natürlich, das hat einen Sinn. Ja, richtig. Man sieht die Saat aufgehen. Das ist wunderbar. Und ich sorge mich sehr um die Zukunft der Kinder und um die Zukunft unserer Welt. Und darum bin ich ja so aktiv im Umweltschutz und mache den Mund auf, wenn es wo stinkt. Es ist einfach so. Das ist ganz wichtig. Wenn man helfen muss, jetzt habe ich gerade wieder mal drei wunderbare Kuverts voll mit Geld an arme Kinder aus der Ukraine übergeben können. Super. Die Leute wissen, wenn sie mir Geld geben, ich gebe das eins zu eins weiter. Ja. Und wenn eine Summe zusammen ist, dann lade ich ein. Meistens sind ja Theaterstickel von mir, dann schauen sie das an und dann kriegen sie ein Kuvert. Und können leben und wir müssen alle leben. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das ist ganz was Wunderbares. Ich habe es das letzte Mal gesehen, wir hatten hier eine Veranstaltung, eine Lesung von jungen Künstlerinnen. Und da war auch eine ukrainische Familie dabei, die Mutter mit ihrer Tochter. Und ich habe so ganz kurz dann mit ihr gesprochen. Und es ist so herrlich, wenn man sieht,
wie sie bemüht sind, Deutsch zu lernen, ja, das anzunehmen, und aber trotzdem schauen, dass sie ohne Hilfe durchkommen. Schon eine Hilfe annehmen, aber nicht so wie manche andere, die einfach raufgekommen, Flüchtlinge sind und sagen, ja, puh, ich lasse mich da jetzt als Flüchtling feiern. Habe ich auch schon erlebt, aber... Also ich habe das noch nicht erlebt. Doch, ich habe es auch schon erlebt, leider Gottes. Also ich habe nur arme Leute erlebt, die ohne es zu wollen aus der Gegend, wo sie halt daheim warten, weggehen müssen, entweder weil sie nichts zum Essen mehr haben oder weil sie erschlagen werden, die dann halt irgendwo ankommen und natürlich keine Ahnung haben, in welcher Gesellschaft, was angebracht ist, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, was man machen muss, was man nicht, wo man sagen darf, danke, oder wenn man nicht danke sagt, auch nicht am Schädel kriegt. Mhm. Die wissen das ja nicht. Also ich habe großes Verständnis, weil ich denke mir immer, was tät ich, wenn ich jetzt nach China kommen tät, kann die Schrift nicht, kann die Sprache nicht und weiß nicht, ob man so danke sagt oder so oder so. Also das ist so eine andere Kultur, die wir haben im Vergleich zu Afrika oder zu Asien. Also ich habe da wirklich ganz, ganz großes Bedauern für die Leute, die aus ihrer Kultur, aus ihrem Kreis rausgerissen werden und sich jetzt hier orientieren müssen. Da habe ich ganz viel Verständnis, dass sie auch ganz viel falsch machen. Das soll auch so sein. Ja. Und ich hoffe, dass das sehr viele Leute haben mittlerweile. Ich hoffe es sehr. Also ich bin einmal an die ukrainische Grenze gefahren vor einem Jahr mit meinem Auto, habe es hinten voll gepackt gehabt, voll bis zum Rand mit Essen und mit Windeln und so Sachen. Habe es dorthin gebracht, zur Feuerwehr dort in dem Grenzort. Die haben das weiterverteilt und habe dann eine Familie mitgenommen. Eine Frau mit zwei Kindern, also zweijährige und 14 oder so, 13, 14 Jahre sind. Die Frau hat gehabt einen Plastiksackel. Das große Kind hat gehabt einen Geigenkoffer. Und das kleine Kind hat gehabt einen Stoffhosen. Die haben sich zu mir ins Auto gesetzt und darauf vertraut, dass ich anständig bin und sind mit mir 8-10 Stunden auf der Autobahn. Ja. Und so unterwegs habe ich versucht, mit denen zu reden. Und die haben natürlich nicht Deutsch, nicht Englisch. Die kennen nur Russisch, Ukrainisch. Und ein Handy hat sie, genau, sie gerne eingeben. Mit Übersetzung ein bisschen. Mit Übersetzung auf Englisch. Und dann, dann habe ich sie gefragt, die Frau, was sie braucht in Österreich. Und sie hat geantwortet, Work. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, was sie kann. Und sie hat Cooking and Cleaning. Dann haben wir gedacht, naja, die wird halt Hausfrau, oder keine Ahnung, was die war, ausgeschaut hat sie eher noch, keine Ahnung, Putzfrau, nichts Schlechtes. Und dann habe ich gefragt, wo sie war in der Ukraine. Dann hat sie gesagt, Universitätsprofessorin. Mhm. Ja. Ah, Wahnsinn. Ja. Bitte. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Du bist Universitätsprofessor. Kann man es deswegen hast einen vorstellen? Status, hast einen Status, und dann auf einmal heißt es, nimm einen Plastiksackel und schau, dass du davon kommst, weil sonst bist du schon hin. Ja. Ich kann mir es deswegen vorstellen, weil ich auch so eine Dame kenne, die knapp 60 ist, auch aus der Ukraine flüchten musste. Ihr Mann ist leider schon vor langer Zeit gestorben. Und die Familie ist teilweise jetzt noch dort, weil der Sohn durfte nicht raus. Und seine Frau ist dort mit jungem Kind. Und die war auch, wo man zuerst gehabt hat, naja, was hat es vorher gemacht? Sagt du, ich war an der Universität und war dort Professorin für Geologie. Was du dann auch denkst, ja, aber warum kannst du das in Österreich? Weil es nicht anerkannt wird, ganz einfach. Was du dann denkst, Freunde, was ist jetzt da? Das kannst du doch nicht sein. Die Integration wird so schwer gemacht. Ja, weil die würden sofort die arbeiten. Überhaupt so keine Frage. Nicht einmal was, ja, aber da ist unsere Politik halt leider Gottes ein wenig in den Arsch drin. Also es ist. Es ist populistisch und mit diesen armen Menschen, die ja. Nein, es wird Schindluder getrieben. Wird kein politisch kein Geld absolut kassiert und das ist ganz schrecklich. Na, darum finde ich es auch ganz wichtig, dass sie so viele Menschen wie möglich nur irgendwie engagieren und schauen, dass diesen Leuten auch geholfen wird, nämlich wirklich geholfen wird und nicht nur, gibt es einer was zum Essen und zum Anziehen, hilft es einer, findet es Arbeit für einer, findet es eine Wohnung. Das ist viel wichtiger. Aber was anderes. Was ist aktuell im Moment bei dir? Also aktuell ist bei mir, dass ich sehr viel für Kinder Musik mache.
Ich spiele jeden Tag in einer anderen Schule, in einem anderen Kindergarten. Ich habe schon über 10 One-Man-Shows mit Sing-Musicals. Ja. Momentan spiele ich gerade sehr intensiv Bibi Langstrumpf und habe da bis zu 4 Vorstellungen pro Tag. Setzt du da noch Perücken auf oder hast nein, du Nein, so peinlich bin ich dann da wieder nicht. Also ich kann auch Bauch reden. Okay. So, und da habe ich die Bibi als Bauchrednerpuppe ja. mit und ihren Papa und den Herrn Nilsson und den kleinen Onkel, also die reisen die mit einem großen Goldkoffer von Bibi Langstrumpf mit in die Schulen okay. und die erzählt dann und dann spiele ich wieder die nächste Geschichte und gemeinsam ich mit meiner Bibi-Bubi führen eine Stunde durch ihre Abenteuer und die Kinder sind dann immer angehalten mitzusingen. Der Walter Lochmann ist ein toller Komponist, der ja. komponiert mir immer die Musik und das sind so Mitsing- und Mitmachlieder und da klatschen sie und singen sie. Das ist entzückend. Und dann die kleinen, manchmal spielen Kindergarten so eineinhalbjährige Popschall und da sitzen dort eine halbe Stunde mit sind so ganz begeistert. Mit Zuzeln da drin und sind einfach, die kennen gar nicht die Kondition. Ja, ist schon klar, das geht so. Aber, und dann kommen sie und dann umarmen sie mich. Also dann weiß ich, dass ich nicht umsonst erlebt habe. Nein, ich glaube, das ist das Wichtigste oder das Schönste, was man bekommen kann, das Lachen aus den Kinderaugen. Da bin ich immer sehr beschenkt. Weil meistens, nicht immer, aber meistens gelingt es mir, dass ich die Kinder faszinieren kann, dass sie Freude haben, dass sie freudig mitmachen und was Schönes erleben. Und wenn die was Schönes erleben, dann habe ich auch ein schönes Erlebnis. Das ist richtig. Tschüss Publikum! Lieber Gernot, herzlichen Dank fürs Dasein.